What the fuck? Was ist das denn bitte für eine Option? Penis B, Penis C, Penis D, what the fuck? Alles klar. Hättest du ja nicht unbedingt mit deinen Händen machen müssen. Irgendwas stimmt mit diesen Cutscenes nicht. Ich glaube nicht, dass ich da so rumstehen sollte. Oh, Nudity, oh Gott. Und damit herzlich willkommen zu Baldur's Gate. Ja, einer neuen Serie, die wahrscheinlich ewig lange gehen wird, wenn alles so läuft wie geplant. Ja, Baldur's Gate, wer es nicht kennt, ein Dungeons & Dragons orientiertes Spiel. Ja, ein Computerspiel, das Dungeons & Dragons sehr nahe kommt, sich auch an den Regeln davon sehr stark orientiert. Ja, jetzt so ungefähr 10 Jahre in Entwicklung war es, vielleicht sogar länger. Es haben Leute darauf ewig gewartet, es gab nur das erste Kapitel zum Spielen. Es wird sehr lustig, es wird sehr lange dauern. Und bei dem Spieltempo, in dem ich so durchspiele, noch länger für diesen Channel. Also, wir sehen, das Ende sehen wir wahrscheinlich in 5 Jahren, wenn wir Glück haben. Ich habe die ersten beiden Teile nicht gespielt, zu meinem sehr Bedauern. Ich habe Divinity gespielt, aber leider auch nicht in Aufnahmeform. Aber ja, das soll mich nicht davon abhalten, dieses Spiel aufzunehmen, auch wenn es wahrscheinlich lange dauern wird, bis wir in dem Channel das Ende sehen werden. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei diesen Videos und ich freue mich darauf, euch auf diese epische Reise mitzunehmen, in dieses epische Abenteuer. Also lasst uns auch direkt reinstarten in die Welt von Baldur's Gate. Wir machen Balanced, ich bin kein Tactician und ich bin auch kein, naja, ich bin ein Explorer, aber nicht vom Schwierigkeitsgrad her. Also ja, wir bleiben bei Balanced, Start Game. Wir wollen ja zumindest ein bisschen Herausforderung haben. Oh. Bin gespannt. Ich habe jetzt auch schon lange auf dieses Spiel gewartet. Und nein, ich habe das erste Kapitel noch nicht gespielt bisher. Das ist alles neu für mich. Parasiten, die sich in unser Gehirn fressen. Okay. Tutorials sollten wir wahrscheinlich für den Anfang mitnehmen. Ist bei solchen Spielen niemals schlecht. Gut. Wir sind in der Charaktererstellung. Klassisches Rollenspiel-Feeling. Tja, wir gucken uns das erstmal so ein bisschen an. Es ist so, jeder, der Dungeons & Dragons kennt, weiß, es gibt verschiedene Völker. Die verschiedenen Völker haben verschiedene Stats. Es gibt verschiedene Klassen, aber man kann sich seine Klassen auch komplett selber erstellen. Das ist das Wunderbare daran. Man verteilt einfach seine Sets so ein bisschen hier, so ein bisschen da. Wenn man eher sowas Magiermäßiges haben will, geht man natürlich eher auf Intelligenz und Weisheit. Wenn man eher den starken Krieger haben will, dann geht man eher so auf Stärke und Konstitution. Oder den schleichenden Schurken, der sich aber auch gut mit Menschen auskennt. Dann ist man eher so bei Dexterity oder Charisma unterwegs. Man kann aber auch einen Mischmasch daraus nehmen und seine komplett eigene Klasse erstellen. Das ist das Wunderbare an diesen Rollenspielen. Und ja, je nachdem, was man eben spielen möchte, sollte man auch ein entsprechendes Volk nehmen oder man macht ganz interessant und entscheidet sich zu einem Volk, was überhaupt nicht zu der Klasse passt, die man spielen möchte, was auch natürlich einen ganz interessanten Faktor damit reinnimmt. Also ja,
Wir gehen einfach mal durch und gucken, was wir so treiben. Ich bin natürlich jemand, der sehr auf so Schurkenklassen steht, so sneaky, heimlich, aber auch Backstabbing-mäßig. Also ja, das darauf wird wahrscheinlich hinauslaufen, aber ich schau mal. Wenn sich das so ein bisschen an Divinity orientiert, wir haben hier vorgefertigte Charaktere. Ich glaube zumindest, dass sie das sind. Das klingt eher nach Namen als nach, ja, Rassen. Und ja, diese Charaktere haben eine eigene Geschichte. Und man kann natürlich auch seinen komplett eigenen Charakter machen und dem eine eigene Geschichte geben. Und das werden wir auch machen. Weil wir werden wahrscheinlich diese Charaktere sowieso unterwegs so ein bisschen treffen und deren Geschichte kennenlernen. Aber wir wollen natürlich auch unseren eigenen Charakter so ein bisschen aufziehen. Man könnte natürlich auch beides verbinden und einen vorgefertigten Charakter nehmen und ihn ein bisschen modifizieren. Aber wir machen einen Charakter von Grund auf. Ja, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten für Rassen. Und das sind eigentlich jeder, der so ein bisschen Rollenspielerfahrung hat, der kennt sich so ein bisschen damit aus. Oder jeder, der auch schon mal, keine Ahnung, sowas wie Herr der Ringe gesehen hat, kennt zumindest einige dieser Rassen oder vergleichbare Sachen. Die sind eigentlich in fast jeder Fantasiewelt gleich oder ähnlich. Wir haben Elfen, die so ein bisschen anmutig hoch sind, können verschiedene Sachen, sind eher so Gelehrte, können aber auch schurkenhaft sein. Wir haben Tieflinge, die so ein bisschen wie so dunkle Elfen eigentlich fast sind. Also, wenn man sie so nennen möchte, die sind so ein bisschen die teuflischen Elfen. Wir haben Drow, die eigentlich die richtigen Dunkelelfen sind. Das sind so aus Bergen stammende Elfenarten. Wir haben Menschen. Ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen. Jeder kennt Menschen. Dafür brauchen wir nicht in der Fantasiewelt leben. Wir haben Gityanki. Die kenne ich tatsächlich nicht. Gityanki, with a ruthless born from Mindflayer Enslavement, Gityanki ride the astral sea atop red dragons bringing their silver swords and psionic might to bear against any trace of the illithid menace. Wir haben Zwerge. Klein, baulich, stattlich, Muskelpakete. Können aber auch Gelehrte sein. Oder auch schurkenhaft. Also man kann eigentlich alles kombinieren. Aber das sind halt so die typischen Rassen. Wir haben Halbelfen. Eine Mischung aus Mensch und Elf. Wir haben Halblinge. In der Herr der Ringe-Welt als Hobbits auch bekannt. Wir haben Gnome, die noch ein bisschen kleiner sind. Ja, Tüftlergeschick begabt. Small, clever and energetic gnomes use their long lives to explore Thalrun's brightest corners and the darkest depths. Dragonborn, die Drachen der Welt. Ja, es ist eine humanoide Drachenform. Mit allem, was da so rumkommt, was man so über Drachen kennt. Ja, wenn man sich einen Drachen in Menschenform vorstellt, ist eigentlich genau der Dragonborn das, was man daraus bekommt. Und wir haben die Halborks. Ja, nicht ganz so schlau, aber auch halb Ork, halb Mensch. Auch ihre Vorzüge. Gut. Also ich denke mal, wir werden mit dem Halbelfen gehen. Die, muss man dazu sagen, zumindest wenn wir jetzt nach Dungeons & Dragons Lore gehen, ein bisschen mit Rassismus geplagt sind, weil die in der Elfenwelt nicht so ganz beliebt sind, aber in der Menschenwelt auch nicht, weil es von beiden irgendwie gar nichts ist. Aber ja, ich finde, so Halblinge sind, ja nicht Halblinge, Halblinge haben wir ja hier, Halblinge, aber halb, also Halbelfen in dem Fall, finde ich immer lustig, weil die so ein bisschen the best of both worlds haben, aus meiner Sicht gesehen. Und da wir so ein bisschen in die Schurkenrichtung gehen, passt das auch besser als die Halborks. Zumindest aus meiner Sicht. Wir sind halt eher die charismatischen Leute. Und, ja. Halbelf Cantrip. You may change your cantrip by selecting another one from your wizard spell list below. This cantrip doesn't use spell slots and can be cast at will. It uses your intelligence as it modifiers. Was haben wir denn überhaupt? Acid Splash, Bone Chill, Poison Spray, Shocking Grasp, Blade Ward, Prince. In higher difficulty modes, the target might accuse you of enchanting them. Prince ist immer super. Ja, es ist wirklich sehr stark an der Dungeons & Dragons Lore orientiert. Von daher, also Light ist immer sehr nützlich. Also sie sind alle sehr nützlich, aber kommt halt immer auf die Situation an. Ich weiß noch nicht, also wir sind eigentlich, als dadurch, dass wir Halbelfen haben, haben wir auch so ein bisschen Dunkelsicht. Und deswegen brauchen wir nicht immer Licht. Deswegen wäre vielleicht was anderes besser. Bone Chill. Prevent the target from healing until your next turn. An under target receives disadvantage on attack rolls. Okay.
Minor Illusion oder Friends wäre, glaube ich, so meine Go-To-Weise für den Charakter, den ich erstellen möchte. Wir nehmen mal die Minor Illusion. Gehen wir auf Sneaky. Achso, wir müssen uns auch noch auswählen, was wir für eine Subrace sind. Also es gibt halt die, passend zu den normalen Elfen, gibt es halt die Hochelfen, die Waldelfen und die Drows, was ja auch Elfen sind, also die dunkle Elfen. Ja, und wir sind ja eine Hälfte zu denen, also müssen wir uns auch so, was für eine Hälfte. Und da wir eher so auf den Sneaky-Pfad gehen, sind wir wahrscheinlich eher Waldelfen. Weil die Hochelfen sind halt eher so die Magier. Die Waldelfen sind, naja, könnten Bogenschützen sein, aber dementsprechend auch Schurken. Und die Dunkelelfen, ja, was steht hier so? Most half Drow result from liaisons between Seldrian Drow and Surfacers, while half Drow inherited a few magical gifts. They aren't usually raised in the Underdark. Aber Dancing Lights. Oder soll ich vielleicht sogar so eine Magier-Schurken-Klasse machen? Dann würde ich eher den High-Half-Elf nehmen. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, inwiefern sich das in dem Spiel auswirkt. Aber ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Ich merke auch gerade, nur als High-Half-Elf können wir den Cantrip auswählen. Von daher wäre das wahrscheinlich sowieso ganz sinnvoll, da ich mir damit schon Gedanken gemacht habe. Meine Illusion. Klaas. Ja, wir können uns hier Klassen aussuchen, aber wir könnten auch unsere eigene erstellen. Oder die halt ein bisschen anpassen. Ah, ich tendiere zu Rook. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, wo ich tendiere. Ich zu Warlock. Warlock, bound by a pact to an all-power patron Warlock's trait, the loyalty for supernatural abilities and unique magic. Wir können ja mal alle Klassen durchgehen. Der Barbarian ist halt so ein typischer Krieger. Ich hau drauf, aber kann sonst nichts. Der Bard ist ja mehr so ein Supporter, der sehr viel mit Auren macht. Der spielt ein paar Lieder und bufft seine ganzen Verbündeten. Kann aber auch kämpfen. Der Kleriker ist ein Heiler, aber auch gleichzeitig ein Krieger. Es ist das, was mehr so einem kriegerischen Paladin eher kommt. Oder so einem kriegerischen Priester, je nachdem, wie man es sehen will. Also es ist wie so eine Art Priester mit einem Streitkolben in der Hand. Und schwerer Rüstung. Druide ist sehr naturverbunden. Ja, gibt's nicht viel mehr dazu zu sagen. Kann viel mit Natur machen. Der Kämpfer. Das ist schon eher so eine Art Soldat. Als nur ein Haut drauf Männchen. Der Mönch ist sehr gut im Faustkampf geübt. Meditation und so. Wie man sich das halt auch so vorstellt. Paladin. Ein heiliger Ritter, der aber eher so für die Verteidigung ist. Kann natürlich auch ein bisschen heilen. Mit heiliger Magie erfüllt. Unterschied zum Cleric ist halt, Paladin ist mehr so der Tank und Cleric ist mehr so Haut drauf Männchen mit, aber auch Heilzaubern. Ranger ist ein klassischer Bogenschütze. Jäger, wenn man so will. Der Schurke, ja, der Dieb. Der auch mal lustig drauf ist. Der alle Leute bestiehlt. Der Zauberer. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen, es ist halt ein Zauberer. Im Unterschied zum Warlock, der eher so, wie ich es gerade vorgelesen habe, Special Magic Abilities dadurch bekommt, dass der eben gebunden ist an einen All-Powerful Patron. Und der Wizard ist auch nochmal eine andere Form von Zauberer. Was der genaue Unterschied zwischen Sorcerer und Wizard ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr sagen. Ich glaube, dass einer von den beiden eher so ein bisschen mit Bum-Bum-Magie hantiert und der andere mehr so vorsichtiger ist. Ist schwer zu beschreiben. Aber ja, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich finde alle Klassen irgendwie cool. Ich glaube, wir gehen für den Warlock. Aber ich glaube, dann brauchen wir keinen. Oder ist das der? Ach, das ist der, der. Oh, okay, hier die Cantrips. Der hat sich schon mit dazu gezählt. Sehr gut. Dann, was haben wir hier noch? Eldritch Blast, conjure one beam of crackling energy und Blade Ward. Kann ich hier noch andere aussuchen? Kann ich in der Tat nicht. Oder zumindest nicht hier. Vielleicht hier unten wahrscheinlich. Ja, dann gucken wir doch mal. Was haben wir für Cantrips? Also ich meine, der gefällt mir schon ganz gut. Mage Hand ist mega gut. Dafür werde ich wahrscheinlich auch eher gehen als Blade Ward. Blade Ward kann raus, dafür will ich auf jeden Fall Mage Hand. Und dann wäre die Frage. Conjure one beam of crackling energy, 18 Meter weit. Ich glaube, es ist besser als das Poison Spray, was im Endeffekt nur ein, ja, nicht direkter Nahkampf, aber im direkten Umkreis ist. Die anderen bringen auch nicht so viel. Subclass, The Fiend.
Warlocks in service to fiends work towards corrupting destructive ends, intentionally or otherwise, and receive hellish blessings in turn. Das klingt eigentlich schon ganz gut. The Great Old One, Warlocks bound to Eldritch beings in the far realm work towards inscrutable goals, gaining strange powers over entropy and the mind. The Arcfae, graced by a lady or lord of the Fae, you are imbued with all the sumptuous and scary qualities of your patron's extraordinary realm. Hey, wir gehen für The Fiend. Ist mir egal, was der mir für Zauber gibt, aber das klingt einfach zu gut. Und die Spells suchen wir uns da auch gleich aus. Dark One's Blessing is a subclass feature. When you reduce a hostile creature to 0 points, this gift from your patron grants you 5 temporary hit points. Finde ich jetzt nicht so toll, aber was will man machen? Was haben wir denn hier? Armor of Agathys. Ja, so ein bisschen Rüstung. And deal 5 cold damage to any creature that hits you with a melee attack. Okay. Arms of Hader, 2 to 12 damage. Prevent targets from using reactions. Burning Hands. Wir müssen auch immer so ein bisschen auf den Umkreis achten und, ja, was es so alles bringt. Each flammable target is hit with 3 to 18 fire damage. Charm person, das ist auch nicht schlecht. Command. Command a creature to flee, move closer, freeze, drop to the ground or drop its weapon. Das ist auch super. Hellish Rebuke. React to your next attacker with flames that deal 2 to 20 fire damage. Hex. Make your attacks deal an additional 1 to 6 necrotic damage. Okay. Protection from evil and good. Protection finde ich, bin ich schon direkt raus. Link your witch bolt. Link yourself to a target with a bolt of lightning. Deal an additional 1 to 12 lightning damage each turn by activating it. Ich glaube, also das nehme ich auf jeden Fall schon mal raus. Die Armor ist, glaube ich, erstmal gar nicht so schlecht. Dann haben wir zumindest ein bisschen Schutz für vor Melees. Ich nehme entweder die Burning Hands. Ah, ich glaube, ich nehme die Burning Hands. Nichts weiteres. Background. Background ist auch nice. Das heißt, es ist im Endeffekt das, was uns beschreibt. Das ist so ein bisschen, wo wir herkommen, was so unsere Vorgeschichte ist. Und Sage finde ich in dem Fall auch, glaube ich, ganz gut. You are a curious and well-read with an unending thirst for knowledge. Learning about rare lore of the world will inspire you to put this knowledge to greater purpose. Und wir wollen die Welt untergehen lassen. Ja, ich will jetzt nicht alles durchgehen, sonst dauert das hier zu lange. Abilities. Ja, die müssen wir jetzt irgendwie verteilen. Wir ziehen erstmal alle ab, um zu gucken, wie viele wir überhaupt haben. Können wir auch einfach auf Clear drücken. Wir wollen auf jeden Fall Charisma haben. Da wollen wir auch den Bonus draufpacken. Den anderen Bonus wollen wir entweder auf Dexterity. Was ist denn Use Recommended? Wenn ich das hier jetzt auswähle und hier was wegmache. Die ändert er nicht, okay. Also die Recommended wären auf Constitution viel. Und Intelligence hat er doch schon. Das heißt, da packen wir mal noch den Extra-Punkt rein. Man muss da überlegen. Die D&D-Lore sagt, wenn es jetzt so damage-technisch oder so geht, im Endeffekt, alle geraden Zahlen sind ein zusätzlicher Punkt. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel bei Charisma jetzt gerade 17 haben, bringt uns das nicht so viel, weil wir trotzdem plus 3 Damage bekommen auf, oder plus 3 auf Rolls. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, die ganze D&D-Lore. Im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, 10 ist der Standardwert. Und alle 2 zusätzlichen Punkte bekommt man einen zusätzlichen Modifier-Punkt. Also zum Beispiel, ich rolle jetzt 5 Damage. Da wird dann der Modifier zugerechnet von zum Beispiel, keine Ahnung, Intelligenz. Da habe ich eine 14. Standardwert ist 10. Das heißt, 4 geteilt durch 2 sind 2. Das heißt, ich würde auf diese 5, die ich gerollt habe, 2 zusätzliche Punkte drauf bekommen, was dann 7 werden. Um es kurz zu fassen, sehr kurz. Und wahrscheinlich auch nicht wirklich verständlich. Aber so ungefähr grob, wie man das jetzt kurz, schnell, bündig, knackig erklären kann, ist das so. Nein, deswegen bringen uns halt, also es gibt halt nicht 0,5 Modifier, sondern wirklich alle 2 Punkte gibt es einen zusätzlichen Modifier. Es wird halt immer down gerechnet. Also down gerundet, abgerundet. So. Deswegen müssen wir beim Verteilen der Punkte auch gucken, dass wir dem anpassen. Ich will jetzt nicht so viel Konstitution, weil ich will nicht irgendwie so tanky werden. Deswegen gebe ich mir lieber noch 2 Punkte auf Intelligenz und 2 auf Dexterity.
Oder auch nicht. Stärke ist ganz unten, das ist auch gut. Aber Konstitution, also man will keinen. Alles, was unter 10 ist, gibt halt Malus in, bei Würfen oder sonst was. Und das will man theoretisch bei keinem Stat haben. Aber auf eine andere Weise, zum Beispiel ich als Magier, ist jetzt scheißegal, ob ich Malus auf Stärke habe, weil ist dann halt so. Ich bin halt kein starker Typ. Ich sollte nichts machen, was irgendwie von Stärke abhängig ist. Aber bei Konstitution, das sind meine Leben. Ich will keinen Malus auf meine Hitpoints haben. Das wäre ein bisschen scheiße. Ich will keinen Malus auf mein Leben haben. Ja, deswegen lassen wir das mal auf 10. Dexterity bringt uns halt wieder die ungerade Zahl nicht. Ah, es kostet 2, deswegen ist es so viel. Dann würde ich nämlich eher noch welche in Wisdom stecken. Ah, packen wir den letzten Punkt noch in Dexterity rein, weil wo soll er sonst hin? Denn, was man natürlich auch bedenken muss, das sind jetzt erstmal nur die Startwerte. Die können sich hinterher natürlich auch noch verändern durch Equipment oder sonst was. Also ist es eventuell auch nicht schlecht, eine ungerade Zahl zu haben, weil man dann nicht 2 Punkte braucht, um einen zusätzlichen Modifier-Punkt zu bekommen, sondern nur 1. Aber ich gehe meistens von Startwerten aus alles gerade, soweit es geht. Skill Proficiencies. Deception und Intimidation, das klingt eigentlich ganz gut. Ich kann nur 2 haben, ne? Ja. Dann machen wir das so. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wenn das alles mehr interessiert, wie das hier so alles aufgebaut ist, guckt euch irgendwelche Dungeons & Dragons Tutorials an oder lest euch irgendwelche Guides dazu durch, weil die schildern hier alles, wie genau das aufgebaut ist. Weil ich habe so, ich habe nicht wirklich viel Vorwissen davon, ich habe ein bisschen. Deswegen ist ich das zwar verstehe, aber es ist ultra schwierig für mich, das kurz zusammenzufassen. Aber das ist auch mega viel, wenn man das alles irgendwie ins Detail erklären will. Und deswegen, ja, schaut euch Guides an oder sonst. Es ist mega interessant, gerade wenn ihr euch für Rollenspiele oder sonst was interessiert. Ist mega cool, was alles geht und wie alles zusammenhängt. Gebe ich euch nur den Tipp. So, wir können uns noch einen Bodytype aussuchen. Okay, wir haben männlich, weiblich. Wir haben männlich, weiblich. Und wir haben großweiblich. Männlich. ja, wir nehmen den Standardtypen, den wir auch ausgewählt hatten. Kann ich irgendwie noch den Charakter verändern? Edit Appearance hier unten. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal in die Charakterentwicklung. Und das Zeug erspare ich euch, denn das würde wahrscheinlich auch viel zu viel Zeit jetzt wegnehmen, das alles zu zeigen. Also, vorspulen. Boop. What the fuck? Was ist das denn bitte für eine Option? Ich wollte es eigentlich skippen, aber wieso kann man sich die Genitals... Penis B, Penis C, Penis D, what the fuck? Alles klar. Kann ich mir das auch genauer angucken? Bitte nicht. Hideclothe. Nee, das drücke ich jetzt mal nicht. Weil eigentlich interessiert mich das jetzt auch gar nicht, obwohl... Ich werde es nicht im Video zeigen, sorry Leute. Okay, vielleicht hätte ich Nudity doch auf aufstellen sollen. Wir stellen es einfach mal auf Default. Es interessiert mich ehrlich gesagt... Also so ins Detail interessiert mich es wirklich nicht, den Charakter zu erstellen. Aber schön, dass es diese Option gibt. Ja, und auch wenn es jetzt gerade mal ein bisschen laggt, weil ich die Grafik wieder auf Ultra gestellt habe, aber der Charakter sah einfach furchtbar mit lower Qualität aus. Aber naja, das ist er jetzt. Das ist unser Charakter. Das ist seine Voice. Hm. What was that? Ja, und unser schöner Warlock Sage. Und ja, dann werde ich die Grafik jetzt auch mal wieder runterstellen, weil ansonsten laggt es. Und dann starten wir doch ab ins Abenteuer. Hier sind mal einfach nur auf Medium zu stellen. Vielleicht hilft das ja auch schon. Proceed. Charakter nehmen. Das ist natürlich Dixis. Proceed. Ein Guardian müssen wir jetzt auch noch erstellen. Ja, das wird auf jeden Fall ein Drow sein, denke ich mal. Hm. Loth Sworn Drow. Raised by Loth, called in the city of Menzoberranzan, these Drow embody the virtues of the corrupt and merciless goddess. Loth marks her followers with bright red eyes, so those in the Underdark will learn to fear them on sight. Das wäre schon nicht schlecht und passt. Saladin Drow can be found seeking allies from all over Faerun, aiming to settle the conflict with Loth and each other by any means necessary. Ne, wir nehmen die. Ja gut, das wird jetzt nochmal dauern, bis das erstellt ist. Ich sehe euch gleich wieder. Gut, dann ist das jetzt unser Guardian. Ich weiß noch nicht so ganz, wofür der Guardian steht, aber er ist es. Oder sie ist es. Ven Sheffaroth.
Wir sind Mitreisende von Cthulhu anscheinend. In Venedig. Ja gut, Venedig ist es nicht so richtig, aber sieht schon sehr nach Norditalien aus. Toskana oder so. Ich weiß, es ist irgendeine Fantasy World, aber... es erinnert mich einfach nur an die römische Baukunst. Und die jetzt auch noch so schön da zerstört wird. Also schön zerstört wird. Das ist nicht gut. Okay, sie werden nur teleportiert. Ich dachte so, das Ding könnte so mit einer Berührung töten. Die Leute in ihre Atome auflösen. Ich meine, teleportieren und gefangen nehmen ist nicht unbedingt besser, aber keine Ahnung. Könnte natürlich daran liegen, dass ich die ersten beiden Teile nicht gespielt habe. Aber ich weiß gerade nicht so richtig, was da abgeht. Auch wenn es sehr episch ist. Interessant. Da sind wir. Ich glaube, wir sollten da drin liegen eigentlich und nicht stehen. Aber okay. Ich glaube, die Cutscene ist ein wenig verbuggt gewesen. Aber nehmen wir einfach mal so hin. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. Gucken wir uns doch erstmal ein bisschen an, bevor wir da reingreifen. Skillchecks. General Tutorial. Some dialogue options require skill check. A dice roll that must meet or exceed a target number, yeah, your character skills, add a bonus to this roll. Das ist schlecht. Das ist immer noch schlecht. Wir hätten eine 10 rollen müssen. Failure. You notice nothing more than meets the eye. No risk, no fun. Wofür haben wir einen Guardian? Au!
Es ist kaputt gegangen. Ah, der hat Loot. Ein Popas. Wir haben 8 Hitpoints. Das ist nicht gut. Wir looten erstmal alles, was wir so mitnehmen können. Goblins, their habits and histories flash into your mind. Das klingt sehr vertrauenserweckend. Guten Tag. Where am I talking to? Man or a brain? I think you're past the point of saving. Tell me what to do. You sound afraid. Why? A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer. A minion of the mind flayers who abducted you. Destroy the brain. I think you're past the point of saving. Tell me what to do. From this body. From this case. Free us. Please. Inspect the exposed brain? Ja komm, diesmal rollen wir besser. Ja, geht doch. Kriegen ja noch ein bisschen was Bonus drauf. Pressure where it strains against the shell of the skull. Okay. Weiß aber nicht, ob ich das wirklich retten will. Machen wir es lieber kaputt. Hättest du ja nicht unbedingt mit deinen Händen machen müssen. Gebracht hat uns das jetzt auch nicht wirklich viel. Brains. Brains. Oder Zombies, oder was? Was haben wir denn sonst noch so? Mindflayer Horticulture. Doesn't do anything. Dann hauen wir mal ab. Holy shit, was geht hier ab? Die kämpfen immer noch gegen die Drachen. Hallo, ich war auch ein Gefangener? Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword. And a flash of your face seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? Squall. You are no thrall. Flakith blesses me this day. Together, we might survive. What made you think I was a thrall? Probably the red eye. We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geth, mind flayers. Ich sollte das vielleicht auch vorlesen, was ich da anklicke. Habe ich überhaupt eine Waffe zum Angreifen? Ja,
Ich bin ein Magier. Ich brauch's hoffentlich nicht. Combat. General Tutorial. Get ready to fight. Combat happens in rounds and each participant gets a round turn to act. The game pauses around you during combat, so you have time to plan your actions. And during your turn you can move, take an action and take a bonus action. Ja, wie bei D&D. Pommel Strike. Rush Tick. Ah, ich steuere sie gerade, okay. Ich dachte schon, wo sind meine Zauber? Warum habe ich so komische Sachen? Rush Attack. Ja, komm. Charge wir doch einfach mal dem Gegner entgegen. Der schon mal direkt tot ist. Jetzt laufen wir uns hier noch. Naja, gut, vielleicht nicht so, dass wir im Weg stehen. Edge Turn. Ich kann Eldritch Blast machen. Feuer frei. Boom, er ist weg. Und dann laufe ich vielleicht mal so hinter sie. Jetzt können wir das Vieh erstmal auf uns zukommen lassen. Daneben. Greift das Vieh einfach mal an. Head on. Zack. Weg damit. Erstmal nehmen wir alles mit, was wir hier so finden können. Oh, was haben wir hier denn? Potion of Speed. Und ein Voltbau. Ja, wir nehmen einfach mal alles mit, was so geht. Noch ein Light Crossbow. Kann man alles hinterher verkaufen. Eine Axt. Ganzen Gehirne. Gold. Ah, hier können wir uns wieder heilen, was uns nicht viel bringt, weil wir keinen Schaden erlitten haben, aber... Die Frage ist, wo geht's denn raus? Wir haben die Gegner hier getötet, aber wo geht's hier raus? Karte zeigt an, hier irgendwo hier oben. Nicht doch hier oben irgendwie? Ah, da geht's noch weiter nach oben. Das habe ich nicht gesehen. Guten Tag, was geht hier so ab? Hier sind ein paar Leute. Jetzt habe ich mir auch gerade gedacht. Das sind die wahrscheinlich alle, oder? But he seems totally unaware of his surroundings. Ein Flayer Pod. You! Get me out of this galaxy! We have no time for stragglers. There's some magic at work here. Determine what kind. Das sollte easy schaffbar sein. Ja. Success. Warding ruins. You feel them drawing energy from the console near to the pod. Are you satisfied? We need to go. Hurry, please. Ich vergesse immer es vorzulesen. Naja. Das stecken wir einfach mal ein. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior. And centuries of darkness. You are beautiful. Was zur Hölle? Wir drücken einfach mal Knöpfchen. Haben wir sie jetzt umgebracht oder lebt sie noch? Ne, sie lebt noch, nur die sind tot. Aber das ist nicht unbedingt schlecht. Drücken wir mal da drauf. Hier drauf? Ne. Naja, wir haben mehr Loot. Was ist mit dem Ding denn hier? Hat's das gebracht? Construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Nö, aber man weiß ja nicht, was es hier bringt. The pod stuck fast. I can't free you. Stay calm. I'll find a way to get this open. Keep looking. Können wir da nicht einfach draufhauen? Was ist hier mit? Einfach mal berühren. Inscribe the device with the glyphs you sensed from the pod's warding runes. The console hums to life. Arcana, take a closer look at the powered up console. Sollte schaffbar sein. Ja. Easy. Heart than a machine. Perhaps it will open the nearby pod.
Ja gut, es hat jetzt nicht so viel gebracht. Will the pot to open? Class difficulty 2. Easy. Das ist egal, was ich würfel. Und eine 20. Critical success. Ja gut, was passiert jetzt? Dangerous company, what you need in a fight. Hm. Got a problem with the Gith Yankee? A dangerous company is what you need in a fight. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Alright then, let's get going. I'm Dixus. One moment. What's that? It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. Das komische Brain, was hier. Oh, wir haben Schlüssel, ein Gold Key. Oh. Können wir vielleicht das Ding hier öffnen, was hier gerade war? Hier ist doch so eine Truhe. Das gehört doch bestimmt der Schlüssel rein. Hallo Gehirn. Aha. Take all. Und schnell weg hier. Wir sind ja in Eile. Aber für Looting muss immer Zeit sein. Mindflayer Pod. A dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Okay. Hier liegt noch ein Toter. Slave Mind. Einfach mal mitnehmen. Und eine Chest. Jetzt nicht, sollen wir das hier auch noch drücken? Probieren wir einfach mal aus. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Okay, goodbye then, I guess. Change her. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Corellan preserved. It's already finished. Kommt er denn jetzt da raus? The newborn mind flayer stares at you, weak and dazed. Okay. Und wo geht's jetzt weiter? Anscheinend eher in eine andere Richtung. Hier lang nämlich. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Okay, die beiden mögen sich schon mal nicht, aber macht doch nichts. Ich mag diesen Yankyak auch nicht. Die Lazel. Bis jetzt.
Aber mal sehen, vielleicht ändert sich das ja noch. Er ist tot. Ich dachte, die Viecher wären auf der Seite von denen. Was passiert hier? Warte mal, wer ist jetzt... Was? Ich verstehe es gerade überhaupt nicht. Aber egal. Rush Attack auf ihn hier. Okay, Pommel Strike. Zack. Weg mit dir. Und dann können wir noch hier rüberlaufen. Okay, was hat die so für Attacken? Das ist anscheinend Paladin. Uiuiui. Das ist sehr viel Support-Zeug hier. Sacred Flame klingt doch ganz gut. Pass das einfach mal auf das Vieh. 4 Damage ist schon mal ganz gut. Draufhauen kannst du nicht mehr, aber du kannst noch ein bisschen nach vorne laufen. Wir haben Healing oder Shield of Faith. Dann protect wir doch einfach mal hier. Alles nutzen, was wir so können. Hier ist immerhin gut im Ausweichen. Miss. Ja gut, können wir hier noch looten? Wir looten und laufen. Looten und leveln. Ist der jetzt auf unserer Seite? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Oh, erstmal das Schwein kaputt. Firebolt, auf das Vieh. Weg damit. Burning Hands. Nee, das geht nicht weit genug. Dann machen wir nochmal so einen Eldritch Cast. Im Dietz. Daneben. Na ja, gut. Und wir müssen looten. Looten und leveln. Na ja, gut, ich weiß nicht, ob wir so weit kommen. Aber wir können ihm ja mal ein Shield of Faith geben. Ich kann jetzt nach hier laufen und ich weiß nicht... Wo ist dieser Transponder? Hier ganz hinten. Ach du Scheiße. Ja, da müssen wir aber noch ein bisschen laufen. Ja, wir sind ja schon dabei. Da sind auch noch Gegner. Wenn wir chargen, gerade nicht. Dann beenden wir hier erstmal. Na jawohl, können wir schießen auf... Machen wir mal auf den da. Ah, toll. 2 Damage. Naja, immerhin. Dann schießen wir den mal noch mit so einem Bolt ab. Und schießen daneben. Unser Charakter stellt sich gerade nicht sehr gut an. Der Typ ist gleich tot. Greif einfach mal den da vorne an. Weg mit ihm. Firebolt auf das Schwein. Boom. Zünd einfach alles an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nah genug dran komme für die Mage. Oh, es geht. Not enough space. Wir beschwören einfach die Hand da vorne hin. Aua! Was soll das? Weg mit dem Schwein schon mal. Jetzt hauen wir das hier kaputt. Und dann laufen wir zumindest schon mal in die Richtung. Wir kommen da noch nicht dran, aber egal. Wir looten auf dem Weg. Gibt nur nichts zum Looten. Irgendwie, jetzt ist die Mage Hand dran. Ich wollte nämlich schon sagen. Die Mage Hand regelt. Oder auch nicht. Die kann nämlich irgendwie nichts damit machen. Naja, dann halt nicht. Oh Gott, da kommen noch mehr. Und die dashen jetzt voran. Aber ich verstehe nicht so ganz, wer das jetzt ist. Ja, komm her, sie macht das. Shadow Heart, kriegt das hin. The Helm's Alien Transponder. You've made it in time.
Anscheinend sind die Drachen auch nicht auf unserer Seite. Wer ist hier überhaupt auf unserer Seite? Ei, ei, ei. Wie alles reinrendert. Irgendwas stimmt mit diesen Cutscenes nicht. Ich glaube nicht, dass ich da so rumstehen sollte. Sehr episch. Unser Charakter ist einfach straight. Macht ihn natürlich ein wenig kaputt, aber es ist auch funny. Unser Charakter ist nicht so für Movement zu haben. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Check yourself for injuries. You're more or less intact. A miracle given everything you've been through, but it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Journal update. Find a cure. Unique items go to your personal chest in camp during a long rest. Find some of your unique DLC items. Haben wir den DLC? Ich glaube, ich habe die nicht geholt. Ich habe nur die Standardversion. Aber naja. Ich glaube aber auch wenn das jetzt relativ kurz war und noch nicht viel passiert ist aus dem Trail, wir machen hier erstmal einen Cut. Das wird nämlich die erste Folge. Ich muss ja auch erstmal sehen, wie das überhaupt läuft. Und weil ich nämlich mit Lags zu tun habe oder so, muss ich auch erstmal gucken, ob das in der Aufnahme laggt. Wenn ihr dieses Video seht, dann wisst ihr, dass es das nicht tut. Oder zumindest nicht so einem schlimmen Grad. Ja, und ansonsten werdet ihr das hier sowieso niemals zu Gesicht bekommen. Also wollen wir es hoffen, dass ich gerade mit euch rede und nicht nur mit mir selber. Yay. Ja gut. Aber wir speichern hier erstmal. Ja. Das war der Prolog zu Baldur's Gate. Nächstes Mal geht's weiter und dann wird's auch richtig losgehen. Das ist erstmal so viel für einen ersten kleinen Geschmack in dieses Spiel hinein. Also ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euer Interesse geweckt. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Baldur's Gate. Bye, bye.